Mein Name ist Michael Bauer. In der Reihe Click It, Read It will ich Ihnen heute eines meiner Lieblingsbücher vorstellen, und zwar Einstein, eine Biografie von Jürgen Neffe. Und dieser Neffe ist ein deutscher Wissenschaftsjournalist, hat tolle Biografien geschrieben, zum Beispiel auch über Charles Darwin. In dieser geht es um Einstein, und er nimmt uns mit auf eine Reise in ein geistiges Abenteuer, wahrscheinlich das größte unserer Zeit. Und zwar geht es um diesen kleinen Berner Patentbeamten, der nur mit Bleistift und Papier bewaffnet in seiner Küche und in seinem Büro am Stehpult die tollsten, phänomenalsten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Physik entwickelt. Und er tut es mit kindlicher Neugier, ganz ohne Labor, ganz ohne Apparate, nur Kraft seiner Gedanken. Er macht Gedankenexperimente. Und wer sich dafür interessiert, auf spannende Art und Weise, wie so etwas entsteht und was Wissenschaft überhaupt ist, für den ist dieses Buch genau das Richtige. Ich möchte aber nicht über ein Buch sprechen, ein spezielles Buch, sondern über das Buch. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, dass bis vor kurzem Bücher gar nicht existiert hätten. Nur diese elektronischen Dinger, Monitor vorne, Rechner hinten. Und dann sei Medienkonzern gekommen wie Apple zum Beispiel und hätte diesen Sommer ein Buch vorgestellt, ein vollkommen neues Medium. Eine Sensation, schauen Sie mal her. Achtung, aufgeklappt, ist sofort da, keine Wartezeit, kein Passwort und vor allem hier alles gestochen scharf, höchste Auflösung, kann man stundenlang lesen, ohne dass einem die Augen wehtun. Kein Strom, kein Stecker, nirgends ein Button. Und wenn es runterfällt, ist es nicht kaputt, geht genauso weiter. Das Allerbeste ist, dass so ein Buch einen mal so richtig tief in ein Thema reinziehen kann. Über hier, in dem Beispiel, über 500 sogenannte Seiten hinweg. Und wenn es ein gutes Buch ist, dann entsteht im Kopf ein eigener Film. Wenn es ganz gut geht, so einer, an den man sich ein Leben lang erinnert. Und jetzt frage ich Sie, welches andere Medium kann das?